Ja, ihr Lieben, da sind wir zurück im Geheimtrakt des Königs. Ja, und jetzt gehen wir mal wieder hoch und dann zeige ich euch mal, was da Lustiges passiert. Wir haben nämlich hier das Seil. Das ist sozusagen das Butler-Seil. Wir wissen ja, dass er ihn immer in den Schlaf summt mit der Spieluhr und so weiter, tralala. Und wenn wir hier dran ziehen, kommt er mal angewetzt. So, seht mal zu, was passiert. Komm schon, eure Hoheit! Ich. Natürlich. Ich hoffe, der Butler hat sich beim Sturz durch die Falltür nicht zu schwer verletzt. Ach was, schlimmstenfalls ein wenig den Fuß verstaucht. Gehen wir uns ihn mal angucken. Oh. Mr. Butler, wenn Sie mich hören können, möchte ich Ihnen versichern, dass wir einen sehr, sehr guten Grund hatten, diese kleine Falle zu inszenieren. Genau! Wir mussten mal wieder so richtig herzhaft lachen. Ja, da nimmt er mir das Wort aus dem Munde. Nein, aber der Grund dafür ist, wir haben ihn nämlich jetzt oben aus dem Pokalzimmer raus. Das heißt, wir können uns dort oben frei bewegen. Ich kürze das mal ab. So, und wir brauchen hier von diesen Sachen den roten Fisch, die Angler-Trophäe. Na, komm schon. Zip. In den bodenlosen Beutel. Sieht aus wie der berühmte eine Fisch, den man nicht gefangen hat. Ja, genau. Jetzt können wir hier theoretischerweise noch die Gießkanne nehmen, den Gießkannenpokal. Den brauchen wir auch später, aber wir müssen irgendwas haben, um es wieder dorthin zu stellen. Denn wenn wir es nehmen, passiert Folgendes. Ups. Schätze, das ist König Nix freundliche Art zu sagen. Lasst meine Pokale in Ruhe, ihr elenden Diebe. Genau. Deswegen müssen wir ihn. Dieser Pokal nützt mir herzlich wenig, wenn ich damit hier nie wieder rauskomme. Naja, nie mehr als übertrieben. Genau. Also, deswegen hier erstmal fertig. Wir sind jetzt hier auch im Palast fertig. Das heißt, wir können raus. Und dann gehen wir mal ein bisschen in die Stadt. Uns ein wenig umschauen, was es dort so alles gibt. Ja, die stehen immer noch da. Ja, und da sind wir schon in der Stadt. Wir haben hier einen Bäcker, einen Kostümverleih, eine Kneipe und eine Spielhalle. Die Bäckerei! Der Kostümverleih! Ach, Entschuldigung. Niedlingens Taverne. Die einzige Kneipe, die ich kenne, wo den ganzen Tag lang Happy Hour ist. Ja, genau. Das ist die Spielhalle. Genau. Jetzt wissen wir also mehr. Fangen wir hier vorne systematisch also an. In der Bäckerei. Bonjour. Oh, zwei Frösche. Oh. Entschuldigt, könnt ihr... Oh, schau nur, mein Bruder. Ich glaube, dort nähern sich neue Gesichter unserer Bäckerei. Oh, in der Tat. Willkommen, Fremde. Genau, willkommen. Ich bin Malblock und das hier ist Flachs W. Wild. Wir sind erfreut, euch kennenzulernen. Wir sind die Bäckerburschen. Du. Was sollte das? Neulich laufe ich also so über die Straße. Da fragt mich ein alter Mann nach dem Weg zum Fischmarkt. Zum Fischmarkt, frage ich. Frag mich nicht. Ich dachte, du bringst den Strudel mit. Also, wartet mal. Soll es ein Witz gewesen sein? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ach, nicht? Er hat recht, fürchte ich.
Unsere Nummer ist irgendwie nicht mehr die gleiche, nur du mit mir. Do und er? Nein, ich bin Do. Do ist er, ich bin mir. Sofort aufhören! Hier ist Do. Ich bin mir. Wir haben auch noch einen Bruder namens Reh. Oder Gott. Wenigstens hatten wir einen. Unser armer Bruder Reh ist von uns gegangen. Er sang immer die mittleren Noten, erzählte die Mitte der Witze und arbeitete in der mittleren Schicht in der Bäckerei. Von euch gegangen? Hat er ausgequakt? Nein, er ist von uns gegangen. Eines Tages ging er raus und kam nie wieder. Und seither ist es ziemlich schwer für mir und mich. Oh wei, oh wei, oh wei. Zwei Opernsängern. So, so. Ihr Jungs seid also Bäcker und heißt Bäcker. Stimmt. Mir hier kümmert sich um die einen Tag alten Quarktaschen. Und ich kümmere mich um die einen Tag jungen Quarktaschen. Einen Tag junge Quarktaschen? Naja, ich verkaufe Quarktaschen, die noch gar nicht gebacken sind. Du weißt schon, Teig und so. Das kannst du dir doch denken mal. Und Reh, er kümmerte sich um die normalen frischen Quarktaschen. Es war einfach perfekt, Mann. Wenn ich meinen Teig fertig hatte, füllte Reh den Quark rein, backte das Ganze und verkaufte es in seinem Laden. Am Tag darauf gab Reh mir die übrig gebliebenen Quarktaschen und die habe ich dann bei mir verkauft. Aber jetzt, wo unser geliebter Bruder von uns gegangen ist, bleibt Dosteig ungefüllt. Und die Regale von mir bleiben leer. Ich glaube, das ist die traurigste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Ja. Ach, Quark! Oh wei, oh wei. Gut, also, der Bruder wird später für uns noch wichtig sein. Was vermutet ihr, wohin könnte Reh gegangen sein? Wir glauben, dass er Shanghai worden ist. Shanghai? Shanghai? Hast du gerade Shanghai gesagt? Reh wurde Shanghai! Wow! Also wirklich, wow! Okay, würde mir jetzt jemand verraten, was Shanghai bedeutet? Irgendjemand hat ihn gekidnappt? Bingo! Wir glauben, dass es die schreckliche Schlägertruppe von Widerlust war. Warum sollten die sowas tun? Wir vermuten, dass es sich um eine Verwechslung handelt. Ihr behauptet also, die wollten eigentlich einen ganz anderen backenden, singenden Frosch kidnappen? Naja, offensichtlich. Naja, aber trotz all eurer Sorgen bleibt euch doch immer noch euer geliebter Teig, richtig? Falsch. Kaum war Reh verschwunden, kamen wir vom Regen. In noch mehr Regen. Plötzlich ging ganz Niedlingen die Butter aus. Und ohne Butter kann Do keinen Teig machen. Was ist denn, wenn ihr einfach die Butter weglasst? Die Butter weglassen? Keine Butter, kein Teig. Glaube mir. Du meinst ihm, stimmt's? Ja klar, wen denn sonst? Übrigens heißt das ihn. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Gut, das war's, was wir mit ihm besprechen können. Also, wir machen uns dann mal wieder auf den Weg. Genau. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht anquatschen. Nehmt immer einen warmen Pulli mit. Und vergesst nicht zu schreiben. Ja, genau. Spielen wir mal ein wenig mit dem Klavier, denn... Da. Ups. Genau, die stecken wir ein. Was gibt's hier hinten? Vorratskammer? Psst, mal! Warum stehen wir hier in einer leeren Speisekammer? Ich weiß nicht so genau. Schätze, wir werden schon unsere Gründe gehabt haben. Vorne konnten wir nichts machen, das ist die Maschine zum Teig machen. Genau. Das heißt, wir können hier wieder raus. Gehen mal in die nächste Tür zum Kostümverleih. Ja. Hier können wir eigentlich nicht viel machen, außer mit dieser reizenden Frau reden. Entschuldigen Sie. Hi,
Hallo. Entschuldigen Sie! Ist okay, ich kann das irgendwie entschuldigen oder so. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott! Wo ist denn irgendwie mein Kopf heute? Ich bin Miss Schnitt. Willkommen im Kostümerama. Ja, willkommen, willkommen. Allerdings werde ich mich jetzt verabschieden, denn die 10 Minuten sind rum. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Dann bei Miss Schnitt und ihrem komischen Dekolleté. Also ihr Lieben, freut euch. Bis dahin, NRW 18. Adieu.